Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lecker Schmecker Küchenfee. Es war ja jetzt ein paar Tage ruhig um mich. Ja, bitte entschuldigt, ich bin krank. Also ich bin auch immer noch krank, deswegen heute auch ein scheißegal Outfit. Nichts passt zusammen, Hauptsache es ist warm, kuschelig und ich fühle mich wohl. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch gerne ein neues Video produzieren. Damit ihr nicht denkt, irgendwie, die hat schon wieder aufgehört. Nein, so ist es nicht. Es wird natürlich auch immer noch jeden Tag bei uns gekocht, nur zurzeit nicht unbedingt jeden Tag von mir selber, sondern auch ich kriege manchmal was gekocht und freue mich da natürlich sehr drüber. Okay, heute mache ich eine Gemüsemischung, eine Backofen-Gemüsemischung, weil Gemüse bei kranken Menschen gut sein soll, habe ich gehört, irgendwo, weiß auch nicht, keine Ahnung. Das Gemüse habe ich schon im Ofen, das hole ich gleich raus. Da könnt ihr nehmen, was euer Kühlschrank oder was der Gemüsehändler eures Vertrauens hergibt. Bei uns gibt es heute Kürbis, weil wir haben noch einen kleinen süßen Kürbis erstanden. Paprika, ein paar Champignons und Brokkoli. Das ist wie gesagt schon im Ofen. Das braucht ihr eigentlich nur klein schneiden und mit einer Gewürzmischung. Wir mögen es würzig. Ich habe jetzt schon die Info bekommen, wenn ich sage ein bisschen Curry und ich hau da 2-3 Teelöffel Curry rein, dass es nicht mehr ein bisschen ist. Ja, bei uns ist das ein bisschen Curry. Wir mögen es würzig und von daher kam bei uns jetzt Paprika, ein Chili-Pulver ran, natürlich Salz, Pfeffer, Öl, das ist, denke ich, klar. Den Brokkoli, wenn ihr frischen nehmt, vorher kurz abkochen, dass er schon ein bisschen gegart ist und dann mit rein in den Ofen. Einfach so eine Viertelstunde ungefähr. Ich habe erst die Kürbisstreifen rein, weil Kürbis braucht ein bisschen länger, um gar zu werden und danach einfach den Rest zusammengemischt. Ja, was gibt es dazu? Ihr seht es hier schon ein bisschen, das sind Kichererbsen. Ich bin eigentlich, muss man sagen, gar kein Fan von Kichererbsen, aber ich liebe Hummus. Ist es irgendwie in pur nicht, aber als Hummus finde ich es ganz lecker. Also, wir brauchen eine Dose Kichererbsen. Wir brauchen einen Teelöffel Sesamöl. 2 Esslöffel von einem normalen Öl, Rapsöl oder Olivenöl, was ihr lieber benutzt. Wir haben halt Rapsöl im Haushalt, deswegen gibt es Rapsöl. Dann 3 Esslöffel natürlich Sojamilch, könnt ihr aber auch gerne die Hafermilch verwenden. Und dann habe ich schon so eine kleine Gewürzmischung vorbereitet. Da sind jetzt 2 Knoblauchzehen drin, ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Kümmel ist mit drin und Paprika. Auch da, wenn euch 2 Knoblauchzehen zu viel sind, nehmt einfach weniger. Bei uns darf das sein. Also, bevor ich jetzt wieder rummache und zwischendurch erzähle, ich mische das alles miteinander, dann kommt der Pürierstab zum Einsatz und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Das Gemüse aus dem Ofen holen, alles schön garnieren und essen. Wir sehen uns gleich. Also ich habe diese Masse ein bisschen unterschätzt. Ich würde einfach mal kurz umbauen und meinen Mixer tatsächlich dafür bemühen. Bleibt einfach dran, es wird euch sowieso zusammengestellt. So, also auch mein kleiner Mixer hat ein bisschen zu kämpfen damit, aber er hat es hinbekommen. Ja. Machen wir doch einfach mal noch den Geschmackstest. Also nach meinem Geschmack kann auch ein bisschen Salz ran. Ansonsten ist es echt super lecker. Und dann schalte ich hier mal kurz aus, garniere euch einen Teller und melde mich gleich und zeige euch, wie unser heutiges Essen aussieht. Bis gleich. So, ihr Lieben, willkommen zurück. Es dampft, ich glaube, ihr seht es. Und so sieht unser Mittagessen heute aus. Also hier vorne habt ihr Kürbis, Champignons, Brokkoli, unschwer zu erkennen, ein bisschen Paprika und hier vorne unser Klecks Hummus. Kann man gerne noch garnieren mit frischen Kräutern, haben wir gerade einfach nicht da, gibt's nicht. Ihr seht, ich bin krank, bei mir ist heute mal alles egal. Ich hoffe, ihr bekommt trotzdem Lust, das nachzukochen. Es ist wirklich super easy, super schnell. Wenn ihr jemanden habt, der euch auch noch schnell beim Gemüseschnippeln hilft, ist es in einer Viertelstunde erledigt. Dann ab in den Ofen, in der Zeit braucht ihr ja nichts zu machen, außer zu warten. Und dann könnt ihr es euch schmecken lassen. Was es als nächstes gibt, weiß ich noch nicht ganz. Ich hatte ja jetzt Kässpätzle mal ausprobiert, vegan zu machen. Sie waren sehr, sehr lecker, aber auch sehr aufwendig. Da muss ich noch mal drüber nachdenken, ob das ein bisschen einfacher geht. Die werde ich euch nicht vorenthalten. Dann möchte ich mich meiner Heimatküche, der Küche, dem Ungarischen, etwas annähern und ein paar Sachen in vegan probieren. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich werde es versuchen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und dann natürlich auch ein schönes Video dazu machen.
Und in Sachen Süßigkeiten tut sich da ein bisschen was. Mein Freund hat sich ein paar Sachen gewünscht, die er sehr mochte früher. Und ja, ich habe mal wieder den Auftrag, es in vegan herzustellen. Ich werde es probieren, ich werde die Herausforderung annehmen und ihr werdet wie immer mit dabei sein und euch das angucken können. Also in diesem Sinne, ganz liebe Grüße, eure Küchenfee.